recht herzlich zur Pressekonferenz im Anschluss an die Oberliga-Partie zwischen dem EV Regensburg und dem EHC Klostersee begrüßen. Vor 1.949 Zuschauern lautet der Endstand 5:3 für den EV Regensburg. Ich darf Ihnen die Trainer beider Mannschaften vorstellen. Zu meiner rechten Gästetrainer Angie Mitkiewicz und zu meiner linken EVR-Coach Doug Irwin. Herr Mitkiewicz, das erste Wort gebührt Ihnen, Ihr Statement zum Spiel. Danke, gratulieren natürlich der Regensburger Mannschaft zu den 3 Punkten. Wir haben eigentlich gut angefangen im ersten Drittel, hervorragend gespielt und zum Schluss leider diese Strafe gekriegt, wo dieses Ausgleichstor kam. Und trotzdem fand ich, dass meine Mannschaft sehr, sehr gut gekämpft hat. Es ist, wir wissen, dass Regensburg sehr starker Gegner ist und dass wir uns nicht oder dass die Regensburger uns nicht die Punkte schenken würden. Und ja, im zweiten Drittel war es ausgegangen praktisch mit einem Torunterschied für Regensburg und bin stolz, dass die Mannschaft dann zurückkam ins Spiel. Vielleicht zu viele Strafzeiten, da müssen wir daran arbeiten, dass es einfach besser wird von unserer Seite und ja, so ist halt die 3 Punkte an die Regensburg haben. Vielen Dank. Dank. Dein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend. Ich glaube, den ersten Drittel haben wir nicht gut gespielt. Klostersee war klar die bessere Mannschaft. Zweiten Drittel war ich zufrieden. Gute Torchancen verarbeitet. Powerplay ist gut. Aber im dritten Drittel, das Tor war wieder Hektik drin und mit der Eintorführung haben wir schlecht gespielt. Zu viele Zweikämpfe verloren in unserer Defensivzone. Und wir mussten froh sein, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber so ein Spiel musst du auch gewinnen. Also das war ein enges Spiel. Das habe ich erwartet vom Klostersee. Die kämpfen an einem Playoff-Platz und die brauchen Punkte. Und die haben gut gespielt und gut gearbeitet und das war ein schweres Spiel für uns. Danke schön. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Herr Wuthuber? Vor dem Spiel heute war ja die Verteidigung ein bisschen fraglich, wie das heute aussieht. Warst du zufrieden mit dem, wie sich's präsentiert hat, wobei der Daniel Stiefenhofer ja zumindest spielen konnte und vielleicht auch gleich da mit rein, wie du Wort zum Florian Domke zu seinem Debüt? Also ich, das sagt alles. Also Florian Domke war sehr, sehr gut. Also seine Leistung hat passt über 60 Minuten. Der hat die Scheibe rausgebracht, der war in den Zweikämpfen also präsent. Und im Vergleich zu anderen, und das war nicht der Fall im dritten Drittel. Und so ein Spiel kann es anders ausgehen. Mit den Zweikämpfen, was wir verloren haben in unserer Zone, das war eine Katastrophe. Florian Domke war wirklich gut und er hat lange nicht gespielt, er hat nur ein paar Wochen trainiert. Wir haben nicht gerechnet, dass er so viel Eiszeit hat in sein erstes Spiel, aber das war eine gute Leistung und Stiefenhofer auch. Ich habe nicht gedacht, dass er spielt am Mittwoch und der war mit viel Eiszeit und auch in Überzahl gespielt und hat eine richtige Rolle gespielt in diesem Sieg. War das Fehlen von Berino hat sich ein bisschen stärker bemerkbar gemacht als gedacht, oder erhofft zumindest? Ja, ich glaube nicht, dass der Power. Natürlich, Barry fehlt im Powerplay, weil er der verteilt die Scheibe wirklich schön an der blauen Linie und er kann auch gut schießen. Aber der Powerplay war okay, aber du musst auch sehen, dass Klostersee, die spielen oft mit 2 Leuten vom Tor und die rauen weg vom Tor und die haben gute Tore. Er hat viel und die Nachschüsse waren nicht da. Oft haben wir einen Pass zu viel gespielt, aber mein, das ist Eishockey. Die Jungs haben irgendwie einen Weg gefunden. Das Tor von Peter Fitzer war wahnsinnig wichtig. Und auch in Überzahl. Das sind nicht die schönen Tore, was wir oft gesehen haben heuer, aber jeder Tor zählt das Gleiche. Und im Nachschuss ist das Gleiche als ein schön rausgespieltes Tor ins leeres Tor. Herr Mitkiewicz, Ihr Team hat zwar gespielt, als hättet ihr vom Regensburger Überzahlspiel nicht viel Angst, oder? Nein, was heißt Angst? Also Angst haben wir ganz sicher nicht gehabt. Nicht von Überzahl oder nicht von doppelter Überzahl von Regensburg oder 5 gegen 5. Nein, deswegen habe ich ja gesagt, ich bin eigentlich stolz auf meine Mannschaft, dass sie wirklich sehr, sehr
gut gekämpft hat und in Unterzahl gut überstanden. Es ist halt einfach immer wieder diese Fehler passiert, dass wir dann diese Unterzahl verursacht haben, und das kostet Kraft. Und in Unterzahl ist es sehr schwierig, Tore zu schießen, also eher musst du dann schauen, dass du kein Tor kassierst. Vielleicht noch ein Wort, Sie hatten auch einen Debütanten dabei. Ihr seid inzwischen schon bei Ausländer Nummer 6 angekommen, was ja auch nicht unbedingt alltäglich ist. Bei uns schon, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Nein, er hat gut gespielt, also ja, bin zufrieden mit ihm. Er hat gleich das erste Tor geschossen und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Mit einer Mika praktisch, sind ja beides gleiche Landsmänner. Vielleicht einmal wird es jetzt mal einen Aufschwung geben bei uns in der Mannschaft dann dadurch. Zwei Finnen ist ja ungewöhnlich. Warum? Ja, Skandinavien haben wir nicht so oft in diesen Ligen. Vielleicht neue Ära in Deutschland. Okay. Weitere Fragen? Keine Fragen mehr? Dann kommen wir zu den Endergebnissen aus den anderen Stadien. Der ERC Freiburg schlägt den ERC Sonthofen mit 6:2. Der IV Füssen unterliegt zu Hause dem EC Peiti mit 1:2. Die Tölzer Löwen schlagen die Erding Gladiators mit 7:3. Der ERC Bayreuth schießt die Blue Devils weit mit 9:2 aus der Halle. Und die Selber Wölfe gewinnen gegen den Deckendorfer SC mit 6:1. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder im prestigeträchtigen Duell gegen die Selber Wölfe. Schönes Wochenende, schöne Woche. Bis dann. Ciao.